Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus, der über allem als Gott steht, er ist gepriesen in Ewigkeit. Jesus Christus, der über allem als Gott steht. Und jetzt wäre ja die Frage, was steht bei dir alles da dann doch noch mal ein bisschen drüber? Oder ist wirklich Jesus Christus, der über allem steht? Und wir hätten ja gerne auf der einen Seite einen Gott, der was Außergewöhnliches macht. Der Petrus hatte ja eine tolle Erfahrung. Also der testet mal aus, wie Gott funktioniert. Und vielleicht hätten wir auch diese Idee, so wie wir es im Alten Testament gehört haben, der Elia hört, Gott kommt. Und dann ist ein gewaltiger Sturm, wie es auch einem Himmelsbrausen, einer großartigen Begegnung auch gemäß wäre. Aber da ist der Herr nicht. Und dann kommt Erdbeben und Donner und Blitz und alles Mögliche. Auch da ist er nicht. Und Sturm. Auch da ist der Herr nicht. Und dann heißt es ganz lapidar, ganz einfach, und dann im Säuseln des Windes. Ja. Liebe Schwestern und Brüder, hören wir das Säuseln des Alltagwindes oder warten wir immer, bis es donnert und blitzt und denken, dann erleben wir Gott? Ich bin überzeugt davon, dass wir täglich dieses Säuseln des Windes erleben könnten. Das heißt, dieses Erlebnis, dass Gott in meinem Leben tagtäglich wirkt und er auch da ist. Wenn ich natürlich immer nach Erdbeeren, nicht Erdbeeren, auch vielleicht dieses. Seine Prästlinge sind vielleicht einem ganz wichtig, wie man im Schwäbischen sagen würde. Wenn wir aber denken, es muss doch krachen, und ich denke es mir manchmal, wenn wir bei der Anbetung den Tabernakel öffnen, mit welcher Schlichtheit der Herr sich uns schenkt. Wir können es gar nicht ertragen, wenn es jedes Mal donnern und blitzen und Dings würde. Das wäre ja, also dauerhaft Riesenfeuerwerk wäre auch nicht unseres. Und der Herr macht sich uns verfügbar. Der Petrus, der ist ja irgendwie ein bisschen irre, weil wie kommt jemand auf die Idee zu sagen, sag doch mir, ich soll aus dem Boot, bei Sturm, ja, ich soll aus dem Boot aussteigen und dir entgegengehen. Da muss man doch irgendwie ein bisschen verrückt sein. Ich weiß es nicht, wie der Petrus auf diese Idee kommt. Aber Mother Angelica, die Gründerin von EWTN-Fernsehen, die sagt immer wieder, wenn du nicht bereit bist, etwas Verrücktes für Gott zu tun, dann kann er auch bei dir nichts Großartiges wirken. Ja? Das großartige Wirken ist, dass der Petrus über das Wasser geht. Das ist ja das eine. Aber dass der Petrus dann tatsächlich dieses Zutrauen hat, dass das Gott kann, dass es Jesus kann, das ist doch das Unglaubliche. Und das wäre unsere Einladung heute. Traust du dem Herrn zu, dass er in deinem Leben dich aus manchem Boot, mit dem du schon seit Jahren leidest und dahin schipperst und denkst, meine Güte, warum habe ich keine Yacht, dass du da aussteigst und sagst, Herr, für was brauche ich dieses alte, kaputte, olle Boot, wenn du im Sturm mir die Hand reichst und sagst, komm. Und deswegen sind wir auch immer wieder in dieser Einladung, auf den Herrn zu schauen, um von ihm her diese Kraft zu bekommen, ihm mehr zuzutrauen. Wenn du dich von News to News entlanghangelst, von Angst und Angstmeldung und denkst, jetzt passiert es bald und da ist es schlimm und da ist es furchtbar, natürlich ist es so. Aber wenn du dich von Angstwolke zu Angstwolke treiben lässt, dann ist nicht mehr der Herr an oberster Stelle, sondern deine Angst.
die Nachrichten, die Botschaften, die Sensationen, das Großartige. Und wenn jetzt diese vier süßen Kinder bei uns hier heute überraschenderweise da sind, dann dachte ich mir, das ist großartig, sie erinnern uns auch an diese drei Kinder von Fatima, die ja 7, 9 und 10, glaube ich, waren. Und diese am 13. August wurden diese solche Kinder in diesem Alter in ein Schwerverbrechergefängnis gesperrt, hinterrücks den Eltern entzogen und dann in eine große Schwerverbrecheranstalt gebracht, wo in einem großen Raum auch Schwerstverbrecher eingesperrt waren. Und die sehen jetzt diese solche kleinen Kinder da. Ja? Die Kinder gucken nicht, was hat denn der gemacht und das ist ein Mörder und das ist ein Böser und guck mal, wie der stinkt und wie der schlecht ist, sondern sie fragen sich gegenseitig, was möchtest du aufopfern für den Herrn? Und die Kleinste sagt, ich opfere alle drei Sachen auf. Für die, die Gott nicht lieben, die nicht auf ihn hoffen, die ihn nicht anbeten. Und eine von diesen dreien hat eine Medaille um den Hals hängen und bittet einen von diesen Schwerstverbrechern, er möge doch diese Medaille an einen Nagel, der da in der Wand hängt, aufhängen. Und dann knien diese Kinder nieder und beten miteinander. Was das für ein unglaubliches Zeugnis in dieser Schwerverbrechergefängnis sein muss, dass diese Kinder sich überhaupt nicht vor diesen Menschen, die da sind, fürchten oder sich um die kümmern, sondern für die Sünder beten, dass sie umkehren, um in den Himmel zu kommen. Und dann ist der Gefängnisdirektor, sage ich jetzt einmal, so im Wahn, dass er es nicht ertragen kann, dass er den Kindern verbieten kann, zu sagen, dass die Mutter Gottes erschienen ist. Und die sagen, das ist die Wahrheit. Wir können nicht von der Wahrheit ablassen. Und es geht so weit, dass er sagt, dann werdet ihr ins Feuer geworfen. Und manche von Ihnen kennen vielleicht diesen Film, Die Kinder von Fatima, da sieht man dann, wie das eine älteste Kind, aber auch mit 10, dann wirklich dem Feuer entgegengeht und vertraut, dass das richtig ist, wenn sie sich jetzt in dieses Feuer gibt, als Opfer auch für alle, die ungläubig sind. Sie wird dann zurückgehalten. Sie werden auch nicht verbrannt, sie werden auch wieder nach Hause gebracht. Und ich habe mir gedacht, was ist das für eine Botschaft von diesen Kindern, für diese Männer auch, die da im Gefängnis waren, mit diesem Vertrauen auf die Mutter Gottes und auf den Herrn ihren Alltag zu leben? Die ließen sich nicht einschüchtern, gegen das eigene Leben zu gehen. Und wir sind manchmal so beschäftigt mit unserem, dass wir gar nicht mehr diese Kraft dieser Kinder erleben. Für wen möchtest du beten? Für wen opferst du das im Alltag auf? Und da denke ich mir, das wäre heute zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir sagen können, ich bin reich. Ich weiß nicht, ob ihr das mal alle sagen könnt. Ich bin reich. Also nicht ich, sondern jeder Einzelne von sich. Ob der sagen kann, ich bin reich. Wir versuchen es mal. Ich bin reich. Stimmt's? Nicht so überzeugt. Ich bin überzeugt, jeder von uns ist ganz reich, weil er schon allein getauft ist und der Herr sich ihm schenkt, wir heute Abend da sind, ihr alle begnadet seid und so mehr. Aber ich glaube auch, dass wir ganz reich sind, weil wir ganz viel verschenken können. Ja? Ein Mensch, der krallt, der festhält, der alles braucht und ja nicht miteinander teilt, das ist ein armer Hund. Der ist wirklich benachteiligt. Jemand, der das gibt, was er geben kann, der hat immer etwas da, um andere zu beschenken. Und so erleben wir bei diesen Kindern und diesen Erscheinungen in Fatima, dass wir eingeladen sind, für andere zu beten.
dass wir eingeladen sind, unseren Alltag, unsere Alltagsschwierigkeiten, unsere Alltagsnöte zum Beispiel auch für jemand anderes aufzuopfern. Das mache ich für dich aus Liebe zu Jesus. Das mache ich für dich aus Liebe zu Jesus. Da wird dann plötzlich nicht mehr nachgemessen, wie viel hast du mir gegeben? Ist das mehr als das, was ich dir gegeben habe? Und wir rechnen gegenseitig auf, wer jetzt also mehr in die Beziehung investiert, wer mehr in die Partnerschaft, in die Elternschaft oder was auch immer investiert, sondern wir erleben plötzlich, wir dürfen für andere uns verschenken. Ja? Viele von Ihnen erinnern sich ans Fräulein Angele, die ja in dem sehr sehenswerten Interview, das bei EWTN läuft, auch auf YouTube zu sehen ist, da beschreibt sie, dass sie mit 20 bei Exerzitien war und der Exerzitienmeister gesagt hat, sie sind alle da, weil sie für irgendwelche Anliegen für sich beten wollen. So wird es heute Abend bei euch auch so sein. Jeder hat so sein Päckchen, was er abgeben möchte, die meisten. Und der sagte zu ihr, fangt doch mal an, für euren Nachbarn zu beten, für andere zu beten. Und das hat sie ja getan und sagt dann, dass sie, und da hat sie sich vorgenommen, das möchte ich machen. Und dann sind ja mit der Zeit Menschen zu ihr gekommen, um ums Gebet zu bitten und immer mehr. Wir müssen jetzt nicht dem vollen Angele nacheifern, aber nachzueifern, zu sagen, ich kann auch mein Gebet verschenken. Ich kann für diese Nachrichten beten. Ich kann für diese Menschen, von denen da gesprochen wird, beten. Ich kann für meinen Arbeitskollegen, der mich so wahnsinnig aufregt, dass ich ihm jeden Tag am liebsten den Stuhl wegziehen würde, ich kann für den beten. Oder ich kann das Ertragen aufopfern, dass ich sage, aus Liebe zu dir, Jesus, ertrage ich den heute einmal. Und das zu üben, das sind alles Dinge, die wir nicht so leicht von der Hand kriegen, aber zu entdecken, ich bin reich, weil ich kann mich verschenken. Ich kann meine Zeit verschenken, ich kann mein Gebet verschenken. Und ich denke gerade, das ist für diejenigen, die sagen, für was bin ich eigentlich noch recht und was kann ich noch machen, für die würde ich gerade sagen, könnt ihr doch stellvertretend für all die jungen Leute, die so eingespannt sind in ihre Arbeit, in ihre Erziehung der Kinder, die so wenig Zeit oft haben fürs Gebet, könnt ihr doch gerade umso mehr Zeit investieren, damit ihr stellvertretend für die alle beten könnt. Diese Kinder, die hier und die in Fatima, die können uns zeigen, wie Hingabe in besonderer Weise geht. Und dass wir da erfahren, dass wir nicht auf das große Getöse, auf den Donner, auf den Blitz, auf den Hagel, auf das Erdbeben warten, sondern dass wir in unserem Herzen dieses Zutrauen auf Gott haben, du Gott kannst in meinem Leben bewirken, dass ich aussteigen kann, dass du mit mir etwas Verrücktes machen kannst, dass du mit mir etwas tun kannst, was ich mir selber nicht zutraue. Unser Internatsdirektor, der hat immer gesagt, Verliebte machen verrückte Sachen. Und so sind wir vielleicht eingeladen, so wie der Petrus auch, der ja jetzt nur nicht gerade ein Oberschwärmer ist in der Heiligen Schrift, wird er zumindest nicht so beschrieben, dass er doch aus dieser Liebe zum Herrn heraus etwas total Verrücktes bereit ist zu tun. Und das ist ja von uns keiner jetzt gefordert, im Sturm aus dem Schiff auszusteigen, sondern von uns ist ja jeder nur gefordert, seinen Alltag zu leben. Das kann aber ein stürmisches Schiff auch sein. Aber nicht jetzt zu planen, was muss ich jetzt Großartiges tun, sondern welchen kleinen Schritt kann ich morgen tun oder heute Abend sogar, um dieses auszuprobieren, mich da einzuüben, mich da zu verschenken, um zu erleben, dass ich reich bin. Gott macht uns reich und wenn er über allem steht, dann wird, wenn wir auf ihn schauen, alles durch ihn durchdrungen. Dadurch kann sich so vieles in unserem Leben ändern. Da kann so vieles heil werden in unserem Leben und da erleben wir, dass wir an so vielem nicht mehr festhalten müssen, weder an Krankheit noch an Vorwürfen noch an Vorurteilen, sondern wir immer wieder neu fragen dürfen, ja Herr,
Ich komme zu dir, ich liebe dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich bete dich an und glaube an dich und ich tue es stellvertretend für alle anderen auch.